Hallo, wir sind's wieder, die Lösels. Heute machen wir ein kleines Game of Bike und nach dem Intro geht's gleich los. So, der Luis hat jetzt seine erste Aufgabe. Da über die Linie in Stoppy 180 drüber zu machen. Das machen wir jetzt mal. Schaffst du eh, da. Ja, oh, doch, war einer. War schon, oder? Ja, der war. Dann bist du jetzt dran. Jo. So, jetzt ist der Luis dran. Ja, probieren wir es mal. Bei ihm ist es gegangen. Alter! Ja, machst du nochmal, oder? Ja, der hat zwar Gold, aber ich glaube, ich mach nochmal. Der war schön noch. Dann suche ich mir Aufgabe und dann bis gleich. So, meine Aufgabe ist jetzt selber noch Backwheel Hochhüpfer gehabt. Und das probiere ich mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das waren 13. Und jetzt bin ich dran. Der Luis ist dran und wenn er es länger schafft, dann muss ich nochmal. Aber er hat dann einen zweiten Versuch nochmal. 1, 2, 3, 4. Schön, ja, du darfst nochmal. Du darfst nochmal, zweiter Versuch. Denkst du schaffst? Ja. Probier's. 1, 2, 3, 4. 4. Ja, egal. Also, das ist für den Luis RB. Und der Luis sucht sich jetzt die nächste Aufgabe raus und dann bis gleich. So, der Luis hat jetzt seine nächste Aufgabe. Von der Wand aus Fecki, zurück bis über die Linie. Und ja, also mindestens Hinterrad noch um die Linie. Also, er macht schon mal den ersten Versuch. Ja, das war. So, jetzt probier sie gleich. Machst du gleich nochmal? Ja. Sieht gut aus. Ja, bisschen, nur bisschen. Der war. Ja. Jetzt hat. Also immer noch. Nächste aus und dann der zweite. So, ich habe mir meine nächste Aufgabe gefunden. Und zwar da die Stufe. Und da muss man es einfach schaffen nach unten. Aber man darf nicht normal, zum Beispiel so Sidehop oder so. Sondern man muss immer erst mit dem Hinterrad auf die nächste Stufe. Aber man darf dann kurz mit beiden Rädern auf einer Stufe bleiben. Man darf halt nur mit dem Vorderrad zuerst. Jetzt sage ich, das machst du einfach mal vor, oder? So zum Beispiel. Das darf man. Jetzt geht es auch schon weiter. So, das war schon ein zweiter Versuch. Packst du jetzt. Wie nett. Und die vierte geht nicht. Jo! Der war, jetzt ist der Rüster. So, bist du bereit? Ja. Dein erster Versuch. Bis jetzt sieht schon mal gut aus. Kommt sie durch. Alles erlaubt, was er bis jetzt noch macht. Und schafft das letzte. Knapp, erst gerade, oder? Hä? Wie sieht's aus? Ich mache erst mal Pause. Willst du jetzt warten? Erst mal eine halbe Stunde. Ah. Also, komm gleich nochmal. Zweiter Versuch, Luis. Bis jetzt sieht's, glaub schon mal besser. Oh, er ist weit drüber. Das wird sehr knapp. Oh, wieder am Pfosten. Du musst weiter hinten bleiben.
Ja, das ja, war jetzt eine E-Jury. Ja. Und jetzt gleich sucht sich der Luis was und dann bist du gleich, ja. So, der Luis hat jetzt seine nächste Aufgabe. Hier hoch. Also einfach da so, euer Rad oben und alles weiter runter. Und da haben wir her oder auch raus, das ist egal ob er da oder da. Den packen wir hier drauf. Findet der manchmal irgendwie umfährt, egal wie. Und dann, wenn wir über der Linie wieder ist, dann hat man Challenge. Geschafft. So, Luis macht gleich mal. Ah, erster Versuch, nicht so gut gelungen, gehört aber auch dazu. Ja, heute wird es so schwer sein. Ja. Doch schwerer liegen. Schaff schon, jetzt zieh durch. Konzentriere, ja. Genau, jetzt. Er muss es schaffen. Oh, knapp, knapp. Genau, ja. Über die Linie. Ja, also er bekommt kein K, jetzt bei Idra. Also, mein erster Versuch, gucken wir mal, wie es geht. Packst du jetzt. Man darf ja gar nicht umfällen. Ja. Ja, wohl war es. Zweiter Versuch. Nein! Dann hast du jetzt auch ein B, ja. Dann bis gleich. Also, mein nächster Challenge ist jetzt, da dann hochzufahren und mal auf den Fuß nicht abschützen. Mann, wie das sein? Ich muss nur sagen, das sieht ja, im Video jetzt so hoch aus, wie wenn es in Wirklichkeit ist. Yo, first try. First try. Jetzt ist der Luis da. Luis, dein erster Versuch. Au, first try, kein Problem. Luis sucht sich nächste Challenge, bis gleich. So, der Luis hat jetzt seine nächste Aufgabe. Ja, da sieht man das Bunny Hop über, sind zwei solche Randstände und zwischendrin ist so ein Gully. So ein halber, 3/4 Meter muss ein Bunny Hop drüber machen. Aber das ist jetzt ja halt so schwer an sich der Sprung. Aber wenn man hier mal guckt, die Anfahrt, alles Eis, das ist so eine Sperre. Oder hier jetzt, du kommst ja nicht zur Bremse. Also wenn Scheiße läuft, dann rutscht man aus. Der Luis probiert es jetzt gleich. Also Luis, ein erster Versuch. Es kommt kein Auto. Du kannst. Ja, der war. Der war auch. Ja, und grüner Abschluss. So, jetzt bin ich dran. Bis nachher. So, jetzt ist der Luis dran. Ich muss noch entschuldigen, dass die Qualität gerade vom Mikro so schlecht ist. Aber es ist gerade Wind. Jetzt kommt der Luis, er zieht euch. Ja, das war auch. Also so, jetzt mein Action Challenge. Und zwar da hinten, man sieht den Strich. Und von da muss man einfach in Wheelie machen, der man am weitesten schafft. Jetzt warten wir nur kurz, bis das Auto weg ist und dann geht's los. So, Luis, dein erster Versuch. Ach, kein Auto. Jo, Alter, du hast schon nie so lange geschafft. So, der Luis ist dran, sein erster Versuch. Probiert mein zum Knacken. Ah, der war jetzt so alt wie ich. Ja, ich glaube, dann geht die Challenge an mich, oder? Ah, nein, zweiter Versuch. So, jetzt ist Luis sein zweiter Versuch. Ich probiere nachher herzubrennen. Ja, mein Sieg. Aber das ist auch schwerer, man muss es sagen, auf dem Dirtbike viel ein größerer Gang. Und im Rennen ist ein Manual, wäre das viel leichter. Aber im Wheelie mit dem Dirtbike. Luis hat BIK, IB, bis gleich. In der Stadt sehen die Hühner aber komisch aus. Die können sogar schwimmen. Seht euch diese Hühner an.
So, wir sind jetzt wieder hier ans Unterdachte, wie man sieht, weil es hat angefangen zu schneien. Da war ja vorher alles noch, waren nur so Spuren, die sind jetzt aber alles vollgeschnien. Und jetzt hat der Luis seine nächste Aufgabe. Wir haben da schon mal eine Linie reingezogen. Also mit dem hinten anlaufen und dann von da hinten anfangen. Von da hinten. Dann ab hier, sobald der Hinterreifen über dem ist. Von da Bremsspur, der wo länger schafft. Man darf von da hinten anlaufen und der Luis probiert es jetzt gleich mal. Okay, er macht Bremsspur. Oha, das ist schon weit. Okay, bis hierher. Sieht man ja, wo es ja aufhört. Machen wir trotzdem nur von in Strichen. Ah, sieht man eh da. Ja, also jetzt mache ich, probiere das zum Knacken. Ich habe ein bisschen besseres Profil, das heißt, es könnte schwerer für mich werden. Bis gleich. So, jetzt ist Luis sein erster Versuch. Er fährt an. Los. Mein Hinterrad dreht sich hier bis hierher. Das ist. Ich weiß nicht, ob. Luis hat es bis da noch geschafft, bis da. Ein halber Meter weiter. Hier ist da drüber hat es Luis. Ein halber Meter weiter. Das weiß ich, ob man so gut sieht. Ich mache jetzt den Luis gleich nochmal. So, jetzt kommt der Luis. Joho! Ha! Ja, weiter, Alter. Luis. Mein Hinterrad hat sich hier gedreht, oder? Nein. Bis hierher. Wie man sieht, Luis, da vorne. Ja, da. Bisher. So, jetzt kann Luis nochmal. Jetzt mach ich nochmal. Ja. Oh, das ist halt schon, der hat fast kein Profil. Ja. Scheiße. Warte, bis wohin hab ich. Ah, bis da. Und er hat. Bis da, das sind 10 cm vielleicht. Aber Luis ist besser, das heißt, es gibt für mich. I, er hat BIK, also BI zu BIK. Und jetzt suche ich mir was raus und dann bis gleich. Zwiebel, lass grüßen. So, meine nächste Aufgabe ist jetzt, man sieht es da einfach, der, wo es schneller schafft, da hoch. Der Luis, der da Zeitstopper mit seinem Handy. Man muss hier anfangen, also Zeit startet und man muss mit dem Hinterrad da dran berühren. Der, wo es schneller schafft, nach oben. Hier hat zwei Versuche. Ich mach's jetzt gleich mal. Du zählst runter. Egal wie, man darf nur nicht gerade hochfahren. Also jetzt zum Beispiel da bei den Kleinen gerade hoch. Go. So. 11 Sekunden 8. Jetzt bin ich gleich dran. Er berührt hinter die Wand. So, da haben wir Zeitstopper. Bist du bereit? Ja. Okay, Vorsicht, auf die Plätze. Mami ruft an. So, also Luis, sein erster Versuch, auf die Plätze, fertig, los. Oh, hat direkt gepackt. Fuß abgesetzt. Fuck. Du warst schon bei 7 Sekunden, du hast jetzt einen zweiten Versuch, wenn du dann verkackst, dann habe ich gewonnen. 1, 2, 3. Oh, er hat verkackt, er muss Alter, Zwiebel essen. Ich hasse es so auf Zeit. Egal, wir sehen uns gleich im Lader. Wir kaufen frische Zwiebel. Er hasst Zwiebel. Ich mag nicht einmal so Zwiebel, keine Ahnung. Also ein bisschen Zwiebel mag ich, aber so pur jetzt auch da. Aber ich glaube, die schmeckt bestimmt ähnlich wie ein Apfel. Ja, also bis gleich. So, die Leute sind jetzt hier. Die kommen zu glauben, dass es mal geschieht. Jetzt kaufen wir Zwiebel. Wir kaufen jetzt Zwiebel für den Luis. Freust du dich schon? Mal schauen. Also, so, bis gleich. So, der Luis hat jetzt Zwiebel. Da nehmen wir mal so ein ganzes Netz. Weil es leider keine einzelne. Keine einzelne. Und dann große. Bezahlen wir und wir sehen uns gleich wieder draußen. So, wir sind jetzt hier unten. Der Luis schält seine Zwiebel. Mit extra scharfer Roter gekauft. Genau. Also wir sind jetzt hier in der Tiefgarage, weil draußen steht jetzt doch nochmal fester. Hier unten ist auch ein bisschen warm. Und ich glaube, das ist sehr gut, dass Luis jetzt viel besser kann. Er schält sie jetzt und dann bis gleich, bis er sitzt. So, der Luis
hat jetzt dann einen, ja, wir haben jetzt alles von der Schale weggedrückt. Ja, egal, wir haben ausgemacht, er muss ein bisschen runternehmen und den essen. Bist du bereit? Eigentlich jetzt. Ja, wir haben noch nämlich viel zum Trinken. Er hat ja leicht duscht. Also, ich habe gerade vorher schon mal so ein kleines bisschen, halt so minimal so ein bisschen was auf den Daumen auf weggemacht und probiert. Alter, ich hab fast Kotzreiz gekriegt. Jetzt. Das macht nichts. Er zieht durch. Also sein Blick ist schon mal richtig gut. Er kaut noch. Okay, er hält sich echt tapfer. Genau. Hast du runtergeschluckt? Na, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ah ja, ja. Komm, jetzt ziehst du durch. Okay, das geht echt. Der kriegt einen Kotzreiz. Mmm, lecker. Also, man weiß. Also, er mag Zwiebel echt jetzt so gern. Ich glaube, man sieht's. Ey, aber jetzt hühnerlicher, gell? Oh, er hat's tatsächlich nur untergeschluckt. Hauch mich mal, ja? Oh. Okay, der hat Zwiebel gegessen. Also, der, wo einen Beweis will, riecht jetzt durch die Kamera durch. Ich empfehle es euch nur. Alter. Okay. Alter, keine Rote essen, wenn ihr eine Challenge macht oder irgendwas. Ich empfehle euch nochmal keine Rote. Die sind so, so geil, so scharf. Jo. Also, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Willst du nur irgendwas sagen?